Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen hier zurück beim dardanischen Herrscher in der Total War Saga Troy. Ich spreche von Aeneas. Wir haben beim letzten Mal auf die Goschen bekommen, haben aber trotzdem XP bekommen. Jetzt bin ich am überlegen, was ich machen möchte. Ich kann jetzt hier Bewegungsreichweite der Armee des Helden nach dem Gefecht. Oder eine erhöhte Chance, nach einem Sieg Beute von den Gefallenen zu stehlen. Oh, ein Leichenflatterer. Nee, er redet nicht nur mit Geistern. Er fragt sie, ob es okay ist, ihnen ihr Zeug abzunehmen. Sie, ey Junge, ich brauche das hier unten eh nicht mehr. Alternativ könnten wir natürlich jetzt auch hier weitergehen. Nahkampfangriff aller Einheiten plus 5%. Nahkampfabwehr. Oh, boah, das ist jetzt gemein. Nahkampfangriff. In Belagerungsgefechten kann man das noch weiter modifizieren. Nahkampfabwehr von Schwerteinheiten in der Armee. Ich finde eigentlich mehr Nahkampfangriff. Glaube ich besser, wenn man leichte Einheiten spielt. Ja, ich nehme den Nahkampfangriff. Ja, für die leichten Einheiten ist es, glaube ich, besser. So, er hat leider kein Level-Up bekommen, aber er ist dafür jetzt ein Hasenherz geworden. Keine Ahnung, warum die es mit Hasenherz bezeichnet haben. Im Deutschen. Da würde ich eher Hasenfuß sagen. So, das hier bringt mir noch mehr Nachschubrate. Noch mehr Rang bei Rekrutierung von Priesterinnen in der Provinz. Und der Rang der dardanischen Meute wird noch weiter erhöht. Das ist interessant, machen wir aber nicht sofort. Okay, also wir müssen jetzt hier regenerieren und hoffen, dass dieser Krieg da oben uns jetzt nicht zu nahe kommt. Wobei, wenn er darüber läuft, kann ich ja seine eigene Siedlung dann tatsächlich angreifen. Der will schon wieder Gold haben. Sag mal, Treulos. Bist du so treulos oder was ist dein Problem? Das will der auch Stein. Ey, als ob ich Stein hätte, dass es knallt. Ihr alten Bettler. Brauch doch selber Stein. So, ich soll jetzt einen epischen, rekrutiert eine mythische Einheit, dann bekomme ich einen epischen Agenten. Was ist eine mythische Einheit? Ich habe halt keine mythische Einheit, ne? Das ist halt das Problem. Auf Lesbos gäbe es die. Das sind dann die sogenannten Harpien, aber ich habe die halt nicht. Okay, du rekrutierst jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal eine weitere Einheit. Ja. Von denen da, weil die sind günstig. No one is safe from me. Oh! Riesenvorhut. Moment. As the gods will it. Ich kann hier eine Infanterie mit Keule und Schild rekrutieren. Ha! Göttlicher Auftrag bewegt. Nee, den habe ich jetzt hier bekommen. Nach Meliböa. Was? Ein Agent, eine Seherin innerhalb von 8 Turns, klar. Auf die andere Seite der Welt. Ich glaube, die braucht alleine 8 Turns dahin, selbst wenn sie eine hätte. Oder habe ich die jetzt bekommen? Die habe ich tatsächlich gerade bekommen. Hallo Seherin. Dann, ich bin gerade bloß verwirrt gewesen, ne? Also nach Meliböa. Jetzt mal irgendwie grob dahin. Jokos, Stie, Chalkis, Larissa. Oh Gott, jetzt muss ich nochmal gucken. Also wo soll die hin? Wo soll die hin? Cool, in 2 Turns soll ich 150 Gold haben. Das kriege ich sogar hin. Das findet Apollon dann gut. Also nochmal, wo ist das gewesen? Da.
Alles klar, also sie soll dahin segeln. Schafft sie das? Ein Turn, zwei Turns, drei Turns, vier Turns. Also es ist trotzdem knapp. Also gut, ich habe jetzt eine Seherin bekommen und soll sie dahin bewegen. Deshalb mache ich aber leider Minus, was die Nahrung angeht. Ally of Troy. It will be epic. Ja, das ist natürlich jetzt wieder ungeil. Warum mache ich jetzt auf einmal so viel Nahrungsminus? Kostest du mich auf einmal so viel? I will show you. Ja, sie kostet mich 354. Die war in meiner Berechnung nicht drin, deswegen bricht sie mir jetzt hier gerade eben das Genick. Und ich glaube, dass die der eine Deal, den ich gemacht habe, mit der Nahrung ausgelaufen ist. Das könnte auch noch zusätzlich eine Rolle spielen. Okay, du gibst mir noch... Du gibst mir doch bestimmt irgendwie 3 Gold. Einfach mal ein bisschen Handgeld. So, Gunst von Apollo und plus 60. Schauen wir mal, wie es jetzt hier aussieht mit der Gunst von Aphrodite. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Stufe. Wir haben den goldenen Apfel. Apollon haben wir momentan jetzt hier plus 3 bei Rang von Priesterinnen. Das hilft uns aber nicht wirklich was. Das hier könnten wir machen. Problem ist, ich brauche gerade eben plus 40 Wachstum und plus 4 Zufriedenheit. Das ist an und für sich ganz cool. Aber nicht wirklich praktikabel für uns im Moment. No hesitation. Forward march. Okay. Dig in. To victory. Wir stellen uns jetzt hier wieder gemeinsam hin. Companion of Ares. Er ist ein Stück zu weit gelaufen. Geilo. Set an ambush. Ich finde das also mies, das ist also. Minus 60 Nahkampfangriff hat. Der hat dann gar keinen Nahkampfangriff mehr. Oder nee, ist das Schaden? Ich glaube, es ist Schaden. Ah, okay, es ist minus 60 Schaden und nicht Nahkampfangriff. Das ist ein Nahkampfangriff, dann wäre der ja ein Minus. Das kannst du ja nie wieder ausgleichen. Ich brauche ja mehr Nahrung. Hier mache ich eher Holz. Ich muss jetzt halt irgendwie zuschauen, dass das hier was wird. Also ich habe auf jeden Fall hier diese Riesenvorhut. Also ein Riese, der ein Zuschläger ist. Zuschläger heißt, die Einheit schneller zuschlägt. Angriffsintervall 5. Kommt mir jetzt nicht so vor, als ob der schneller zuschlagen würde. Aber wir wissen ja nicht, wie das jetzt hier mit großen Einheiten im direkten Vergleich so ist. Er kommt jetzt hier auch hier rüber zum Angreifen. Der will mir jetzt hier Holz geben. Befrieden. Moment. Du darfst mir stattdessen Nahrung geben. Dann mache ich einen Frieden mit dir. Mal gucken, wie viel Nahrung du mir gibst. 60. 70. 80. 75. 74. Jawohl. Dann mache ich mit dem komischen Typen da ein Friedensabkommen. Und wir sind jetzt hier schon wieder ein bisschen fitter. Wie schnell kommt er da ran? Er würde, glaube ich, schon rankommen. Son of Aphrodite. Awaiting orders. At the road. Ich sage es mal ganz, ganz frech. Forward march. Soll er es doch versuchen? Ich glaube nicht, dass er es schafft. Dann sorgt er wenigstens vielleicht gleich dafür, dass der Gegner schon ein bisschen eine auf die Finger bekommt oder so. Und wir danach es leichter haben zu attackieren. Ich will noch mehr Holz machen, aber ich will einfach noch mehr Nahrung machen. Was ist das? Mehr Stein. Hier kann ich jetzt endlich mehr Nahrung machen. Das sind 80 Nahrung mehr. Durch diese Siedlung. Das sorgt dafür, dass wir ein bisschen länger durchhalten. Unsere jetzigen Minus-Situation. Ägäische Pelasker. Machen leider immer noch nichts mit uns. Ich bin
Ich bin noch vertrauenswürdig übrigens. Ihr seht, es hat nicht mehr ganz so krass reingehauen wie ursprünglich, weil ich nämlich gerade eben den Frieden gemacht habe, wurde ein klein wenig meine Vertrauenswürdigkeit untergraben. Aber es ist nicht schlimm. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach ein Faktor, der jetzt überall so ein bisschen mit reingerechnet wird. Vielleicht kann ich ihn bitten, gleich mitzukämpfen. Ich meine, das ist ja schließlich eine Armee von Hektor, glaube ich. Rede des Grauens gegen den hier eingesetzt, okay. Haben Treulos als Laure entdeckt. Aha. Ja, Kultstufe bei Apollon ist gesunken, das wundert mich nicht. Aber bei ihr ist es halt immer noch saugeil. Das finde ich gut. Ich könnte sogar nochmal eine Hekatombe machen, dann würde sie nochmal um 90 steigen auf 400, aber ich kann mir das einfach nahrungstechnisch gerade eben nicht vorstellen, das zu tun. Battle awaits. Okay, wir versuchen wieder Let us unser do Glück. this. Er ist abgehauen. Alive. Attack has won. Ja, das macht es mir jetzt natürlich relativ einfach. Er hat aber die ganzen Armeen gesehen to und war. wollte nicht mehr. Okay. On the march. Strike them down. Ja. Not waver. Jetzt habe ich ja mal gehört, dass Gold endlich sein soll. Dass es irgendwann mal kein Gold mehr gibt, das man irgendwie bekommen kann. Ich stelle mir das jetzt allerdings gerade eben schwierig vor, aufgrund der Tatsache, dass Siedlungen wie diese hier, ja. Oh, er hat eine eiserne Keule bekommen. We deserve to win. Geil. Und sie ist ein Militarist geworden. Mehr Moral für die eigenen Einheiten. Dem Ruf gefolgt. Mehr Bewegungsreichweite und mehr Kampfgeschwindigkeit. Nice, nice, nice. Die wurden vernichtet. Weil halt diese Siedlungen hier halt Gold produzieren, ne? Wie viel Gold produziert denn diese Siedlung? Sie produziert 22 Gold, erschöpft lokales Vorkommen. Okay, also ihr seht, dieses Vorkommen kann lokal erschöpfen. Die Frage ist halt, wie groß ist dieses lokale Vorkommen? Hier habe ich jetzt hier noch den Wandmaler, macht nochmal 21 Gold pro Turn. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass ich jetzt dieses Gold habe und nicht irgendjemand anders, ne? Hier könnte ich jetzt noch mehr dafür sorgen, dass dieses lokale Vorkommen erschöpft wird. Ich kann es jetzt hier halt richtig ausleachen, ne? Wenn ich jetzt da mache, wo ich jetzt aber sage, Scheiß auf Wachstum oder sowas, könnte ich jetzt machen. Könnte ich mich jetzt hier total bereichern. Ich mach das jetzt einfach mal. Komm, ich werde diesen Ort jetzt hier richtig krass finanziell schröpfen. Das ist jetzt hier mein Plan. Ich könnte es natürlich nochmal probieren, ob ich jetzt in der Diplomatie mit denen hier nochmal einen Handel machen kann. Ich würde dir mal gucken, ob er Kysikos nehmen wollen würde. Nee, das will er gar nicht, er hat gar keine Grenze dazu. Was ist, wenn ich dir Praktios gebe? Minus 94. Der Hammer. Man kann aber auch leider nur eine Siedlung, das da geben würde. Ach. Auch minus 71. Der Handelswert ist ihm einfach nicht hoch genug. Die Stadt. Wir kommen der Sache näher. Aber minus 53 ist halt immer noch der absolute Hammer. Wobei, Moment, 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 Moment. Ich kann ja jetzt hergehen und einfach mal sagen, ey Junge, du, ich mache jetzt hier inzwischen 44 Gold pro Monat plus. Wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, ich biete dir 20 Gold für. Wow. Wow. Also ich finde es ja gut, dass die Siedlungen als ein hoher Wert angesehen werden. Aber wenn ich sie halt gar nicht irgendwie handeln kann, wie ihr seht, dann wird's schwierig. Vor allem, das sind jetzt hier gerade eben monatliche Turns.
Nicht einzelne. Ich biete ihm eine andere Siedlung und jede Menge anderen Scheiß und es ist ihm vollkommen egal. Das erschüttert mich gerade eben so ein bisschen. 5000 Nahrung, das ist gerade mal ein Punkt hier wert. Relative fraktionsstarke Bedrohung. Also ich bin ihm einfach noch nicht, ich bin einfach noch nicht stark genug. Nehme ich mal an. Ich nehme mal an, dass es besser wird, wenn ich stärker werde. The Lord of Dardania is a welcome sight. Aber momentan geht's halt einfach noch nicht. So, was ist mit euch? This is a nee. Good... Auch nicht. What can auch I... nix. Ich guck nur gerade eben mal durch. Ah, die wollen auch überhaupt keine weiteren Bündnisse mehr. Ah, alles klar. Okay, also auf jeden Fall, es funktioniert nicht so einfach, wie man es sich wünschen würde. Dann gehen wir mal in den nächsten Turn. Mach immer noch minus 199 Nahrung. Das kriegen wir aber hoffentlich in den Griff. Auf die eine oder andere Art. Dafür machen wir jetzt Gold und zwar nicht zu knapp. Die Frage ist halt, ich würde gerne wissen, ob man herausfinden kann, wie lange so etwas hier Gold produziert. Poseidons rasender Hengst. Jeder weiß, dass der mächtige Poseidon die Stadt Troja hasst und sich danach sehnt, ihre stolzen Mauern niederzureißen, zu deren Bau er der Legende nach von Zeus gezwungen wurde. Der stürmische Olympier plagt die trojanische Hauptstadt in seinem Zorn oft mit Erdbeben, welche die Bevölkerung und Armeen ins Chaos stürzen. Vor einer solchen Katastrophe beginnen die Pferde von Troja, die die Rage ihres Schöpfers allzu gut spüren, wie wild auszutreten und zu wiehern, bis der Herrscher der Tiefen schließlich selbst den größten aller Hengste gegen die Befestigung der Stadt anstürmen lässt. Ich finde es interessant, dass angeblich jetzt hier die Mauern von Troja von Poseidon gebaut worden sind, weil ich habe mitbekommen gelesen, dass Apollon und Artemis daran beteiligt gewesen wären. Aber vielleicht ist da der Teufel im Detail. So, das trojanische Heer versammelt sich. Das ist eine Meldung, die wir noch nie bekommen haben. Offensichtlich werden die Danaer jederzeit einen Krieg beginnen. Selbst wenn Menelaos von Sparta die schöne Helena zurückbekommen sollte, würden seine Verbündeten einen anderen Vorwand finden, um Tod und Verderben über die Ägäis bis zu den Toren von der heiligen Stadt Troja zu bringen. Die große Frage ist daher, auf welcher Seite werden wir stehen? Wir können uns zurückhalten, keine Unterstützung zusichern, wir können uns später entscheiden oder wir können die Trojaner unterstützen. Gibt uns plus 30 diplomatische Beziehungen mit ihnen. Ich bleibe bei ihnen natürlich. So, ein sehr großzügiges Angebot. Die Lykier würden Frieden und Wohlwollen zwischen euren Völkern begrüßen. Sarpedon möchte euch als Zeichen seiner Freundschaft ein Geschenk aus kostbaren Ressourcen überreichen. Er verspricht euch mehr davon, falls ihr weiterhin fruchtbare Handelsbeziehungen mit Lykien unterhaltet. Ich kann Granit anfordern. Ein seltener... Ah, das ist... Das ist seine besondere Spielmechanik eigentlich. Warum bekomme ich das jetzt? Bekomme ich auf jeden Fall für... Also das ist Sarpedons besondere Spielmechanik. Der hat diesen weißen Granit. Und der reduziert jetzt hier zum Beispiel die Bauzeit für 4 Turns in der Hauptstadt. Gewährt Unterstützungsgegenstand. Und reduziert auch nochmal die Baukosten aus Stein. Ich kann aber auch Reliquien anfordern. Erhöht meinen Einfluss fraktionsweit für 4 Turns. 20% Gunst der Götter durch Rituale in eigenen Siedlungen und gewährt einen Unterstützungsgegenstand. Eisen anfordern, das ist dieses himmlische Eisen, was Sarpedon haben will. Übrigens genauso wie auch für diese minoischen Reliquien. Hier bekomme ich Nahkampfangriff für Rekruten. Für alle Einheiten bei Rekrutierung. Nahkampfabwehr für alle Einheiten bei Rekrutierung. Okay, das ist echt fett. Dann müsste ich jetzt eigentlich meine Armee neu aufstellen, weil plus 6 Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr ist echt ganz schön cool. Das hier brauche ich gerade eben nicht, da mache ich nichts. Einfluss ist nice, mache ich aber nicht. Ich nehme das da. So. Der Kalchas ist Meister von Stein und Holz geworden, okay. Ich habe einen himmlischen Eisendolch erhalten, gibt Nahkampfangriff des Helden plus 8. Aber mit dem fange ich ja auch momentan noch nicht viel an. Ja, das ist jetzt halt einfach der Punkt, Leute. Ich muss jetzt eigentlich diese Einheiten neu rekrutieren oder zumindest bald.
Theoretisch kann ich das sogar zu Hause sehr schnell machen, weil dann bekomme ich hier nämlich... mal einen weiteren Buff drauf. Nee, scheiß drauf. Ich mache das hier. Ich schmeiße es diese raus, weil die bekommt. Die haben dann nämlich 6 Punkte beim Nahkampfangriff. Kann ich da verlieren? Also ich mache es erstmal mit einem. Der müsste jetzt dadurch jetzt hier 24 dadurch dann bekommen, wenn ich ihn jetzt hier neu rekrutiere. Sieht aber momentan nicht so aus. Wundert mich ehrlich gesagt gerade eben. Oder der Effekt gilt erst in der nächsten Runde? Founder of Dynasties. Wir finden es gleich raus. So, er hat hier diese Eisenkeule, gibt ihm noch mehr Nahkampfschaden. Ey, das ist mega krass. Also er macht jetzt Schaden, dass es knallt. Du gehst da rein. Habe ich diesen Effekt eigentlich jetzt am Laufen? Habe ich. Alle Einheiten bei der Rekrutierung. Divinely watched. Also eigentlich müsste es funktionieren. Das heißt, ich schmeiße jetzt die zwei hier nochmal raus. Aeneas of Dardania. Und hol mir die und das werden wir es ja gleich sehen. Turn beenden. Habe ich ja immer noch diese eine Einheit hier zum direkten Vergleich. Da sollte ich auf jeden Fall diese schlechten Einheiten verbessern, weil es lohnt sich für die. Vor allem, wir haben den Bonus noch gewählt, dass wir noch ein paar Prozent mehr... Er will jede Menge Gold. Also ohne Witz, das ist ja ein schlechtes Angebot. Sorry, Junge, aber nein. Nein, nein, nein. Das mache ich nicht. Ich gebe dir einmalig 100 Gold. Das Interessante ist, guck mal. Ach nee, warte mal. Hä? Tauschabkommen? Gib dir 10 Gold regelmäßig. Das können wir machen, Junge. Das können wir machen. Und das auf der anderen Seite. Verlange ich. Das ist auch pro Turn. 100. Das ist jetzt einmalig. Nee, sorry, schlecht. Ich gebe doch keine 10 Gold, das endlich ist. Es sind halt 90 Gold, die dadurch halt rausgehen. Nee. Sag mal, ihr seid alle wahnsinnig, oder? Die wollen alle Gold haben und wollen dafür einen Apfel hergeben, wisst ihr? So, das Geschenk des Pharaos. Ramses III., der göttliche Herrscher des fernen Ägypten, sendet euch mit Hochachtung, die man sich unter mächtigen Herrschern erweist, eine unbezahlbare Statue als Zeichen des guten Willens. Was wollt ihr mit einem solchen Geschenk machen? Gegen Gold eintauschen? Gegen Stein eintauschen? Gegen Bronze eintauschen? Das Geschenk behalten, was mir Einfluss fraktionsweit für 4 Turns und Zufriedenheit bringt. Nehmen die 500 Steine. So. Einfach mal weggehandelt, das Teil. Einheiten sind da. 19, 19, 19, 20. Okay. Hat nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum. Nahkampfangriff für alle Einheiten bei Rekrutierung, fraktionsweit. Es funktioniert nicht. Ich halte das für einen Bug. Ich werde das reporten, meine lieben Freunde. Das heißt also, wir haben jetzt hier sinnloserweise ein paar Einheiten hier quasi. Hätte ich es vielleicht doch besser nur mit einer einzigen Einheit gemacht. Sehr, sehr schade. So, inzwischen machen wir jetzt hier epische 85 Gold pro Turn. Ah, warte mal, aber es hört nie ganz auf. Ihr seht, sobald es erschöpft ist, produziert es nur noch 10%. Die Frage ist halt, also es hört nie ganz auf, dass es Gold produziert. Also ganz erschöpfen wird es anscheinend niemals. Es wird halt nur nominell weniger. So, jetzt kann ich hier bei der Priesterin hier die nächste Stufe machen. Dann kann ich die dardanischen Schwurkämpfer machen.
auch leicht sind. Und dann kann ich hier das Heiligtum der Aphrodite draus machen. Alternativ könnte ich das jetzt hier einreißen und in der nächsten Runde noch mehr Stein daraus holen. Ne, ich mache jetzt tatsächlich das da. Ich möchte Aphrodite noch mehr huldigen. So, diese Armee ist jetzt hier weitgehend vollständig. Ich gehe mit meiner Armee jetzt hier mal nach Hause. Mit ihm gehe ich auch nach Hause, denn ich hätte gerne ein paar Schleuderer. Wir bereiten jetzt ein paar Schleuderer vor. Und er soll die anderen Einheiten teilweise übernehmen. Das Problem ist halt bloß, dass wir immer noch Minus machen. Ich muss mir immer noch überlegen, wie ich das jetzt hier rein nahrungstechnisch machen soll. Denn auch wenn ich jetzt hier ein Gebäude baue, das mir gleich noch ein bisschen mehr Ressourcen bringt. Jede Menge Agentenaktionen. Ist ja schön, dass mir das hier eingeblendet wird, aber ganz im Ernst, das brauche ich eigentlich gar nicht. Nein. Nein. Das Problem ist halt, dass Gold momentan halt einfach noch nicht wirklich wertvoll ist, ne? Es ist halt einfach nur Gold. Gold wird dann wertvoll, wenn es seltener wird. Sparta hat jetzt uns den Krieg erklärt. Okay. Wir haben jetzt die leichtfüßige Zähigkeit bekommen. Nahkampfabwehr für unsere Truppen. Die glänzende Stadt verbessert ein Siedlungsgebäude. Eine Eliteeinheit wird rekrutiert. Jawollo. Wo ist jetzt diese Eliteeinheit eigentlich? Zorn des Zeus. Nein, warum? Zeus, warum tust du das? Ja, kostet halt ein bisschen Holz. Zeus, ich hab dir doch gar nichts getan. Warum tust du mir so etwas an? Okay, jetzt sind die erstmal hier. Ich mache immer noch wenig Nahrung. Halt, ich wollte da eigentlich nicht wegspringen. Wir machen jetzt das da, das bringt nochmal mehr Stein pro Runde. Die Sichtweite ermöglicht es halt mir bis darüber zu gucken. Wisst ihr was? Ich ändere das. Ich reiße das jetzt hier ab. Ich habe vor, das dann hier rein zu machen. Wobei ich hab's ja schon hier drin. Halt. Ein Peruke habe ich so nicht drin. Hier sehe ich aber ziemlich weit. Also ich brauche die Sichtweite hier nicht wirklich. Deswegen kann ich das hier niederreißen. Jetzt schauen wir mal. Ich bin ja marschiert, das heißt, ich kann hier gerade eben keine Einheiten rekrutieren. Ach, warte mal, was ist das? Kleinasiatische Schleuderer kann ich mir jetzt hier holen, wenn ich will. Kostet aber 123 im Unterhalt. Was kostet der eigentlich im Unterhalt? 186. Holy crap. Death from afar. Ich frage mich, ob ich da drüber gucken kann, wenn ich da... Ich baue das jetzt einfach mal. Dann wissen wir's. Hektor von Troja ist inzwischen schon sehr mächtig. Ein Problem ist, dass ich halt echt wenig Nahrung mache. Ich müsste deutlich mehr Nahrung ranhandeln. Nope. Sag mal, der Junge will permanent Gold haben. Es ist ihm unfassbar wichtig, dass er zu Gold kommt. Ich mach mal einen Gegenvorschlag, Junge. Ich will das hier alles eigentlich gar nicht. Ich biete dir... Also ich möchte, dass du mir diese Siedlung gibst. Klar, soweit. Dann biete ich dir tatsächlich 50 Gold pro Turn. Was aber original gar nichts bewirkt. Einmaliger Tausch. Ich biete dir sogar nochmal 200 Gold. Ich biete dir nochmal 300 davon. Ich biete dir 200 Holz und 100 Stein. Was ihm vollkommen egal ist. Selbst dann, wenn ich ihm hier noch eine Siedlung mit anbiete. Ja, dann ist unser Deal einfach geplatzt, Junge. Dann ist er einfach geplatzt.
ja genau das gleiche, ey. Da bin ich aber einfach mit, nicht mit dabei. Bin ich einfach nicht, nein. Okidoki, dann haben wir nochmal ein Level Up an der Stelle hier. Den machen wir aber leider in dieser Folge nicht mehr, meine lieben Freunde. Hier machen wir nochmal ein bisschen Nahrung. Halt, warte mal. Ich breche das hier tatsächlich ab. Ich will stattdessen hier die extra Nahrung machen. Ach, come on. Darf ich da jetzt endlich da rein? Dankeschön. 110 Nahrung, genau. Das ist mir gerade eben wichtiger. Plus 5 sind alle Ressourcen. Ich ändere das jetzt in diese Richtung. Okay, damit sind wir durch, meine lieben Freunde. Ob das Let's Play hier weitergeht, das entscheiden wie auch bei den anderen. Natürlich meine lieben Patreons. Macht's gut, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.